Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht. Eine kleine Kerze leuchtet durch die Nacht. Alle Menschen warten, hier und überall, warten voller Hoffnung auf das Kind im Stall. Wir zünden zwei Kerzen am Adventskranz an und die beiden Kerzen sagen's allen dann. Lasst uns alle hoffen, hier und überall, hoffen voll Vertrauen auf das Kind im Stall. Es leuchten drei Kerzen, so hell mit ihrem Licht. Gott hält sein Versprechen, er vergisst uns nicht. Lasst uns ihm vertrauen, hier und überall. Zeichen seiner Liebe ist das Kind im Stall. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht bei Jesaja im 9. Kapitel. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ihm alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Es ist kein Wunder, dass an vielen Stellen in der dunklen Jahreszeit Lichterketten zu sehen sind. An Häusern und Zäunen, auf Hecken und Bäumen, Kinderwagen oder Garagen, überall leuchten sie mir entgegen. Und ich finde das echt schön, gerade in der Dunkelheit im November und Dezember, wenn es spät hell und früh dunkel wird, da kommen mir die Lichter vor wie ein Trost. Wenn ich so um mich rum gucke, dann spüre ich die Dunkelheit stärker als früher. Ja, es ist auch dunkler als letztes Jahr, wo wir alle dachten, dass wir die Pandemie in den Griff kriegen. Advent und Weihnachten 2021, das wird wieder so wie sonst, haben wir gehofft. Aber es ist anders gekommen. Keine Präsenzgottesdienste. Keine Adventsfeiern, nicht in der Schule, in der Firma, im Verein, kein gemütliches Beisammensein und selbst der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist heute nur was für Wagemutige. Advent 2021 fühlt sich dunkler an, trotz Impfstoffen und neuer medizinischer Erkenntnisse. Die Debatten in der Gesellschaft sind noch rauer geworden. Geimpfte gegen Ungeimpfte, jeder gegen jeden. Ich habe den Eindruck,
durch die letzten 20 Monate, wo wir immer wieder unsere Kontakte reduzieren mussten, da haben einige Leute wirklich den Kontakt zueinander verloren. Es wird noch mehr übereinander geredet statt miteinander. Dunkle Zeiten sind das. Und wenn man über den europäischen Tellerrand schaut, wird es ja auch nicht unbedingt besser. Im Gegenteil, was da immer noch an der polnisch-belarussischen Grenze los ist, finde ich genauso beschämend wie die Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln oder im Mittelmeer, wo jeden Tag Flüchtlinge ertrinken, einfach weil es keine legalen Wege gibt, um in Europa Schutz zu suchen. Ja, manchmal komme ich mir vor wie bei dem Volk, das im Finstern wandelt. Die Worte stammen aus dem Jesaja-Buch, das seine Ursprünge im 8. Jahrhundert vor Christi Geburt hat. Auch da wandelt die Gesellschaft im Finstern. Auch da gibt es Konflikte, Streit und Ungerechtigkeit. Israel war fremd beherrscht und musste seine Schätze hergeben. So weit, so dunkel. Aber dann verheißt Jesaja ein großes Licht. Das Volk sieht es eindeutig und über denen, die im finstern Lande wohnen, scheint es hell. Hoffnungsbilder in einer trostlosen Zeit. Zugegeben, das geht mir in diesem Advent doch ein bisschen zu schnell. Ich sehe auf meinen Runden durch die Dörfer nur viele kleine Lichter. Sie zusammen ergeben zwar die Summe des einen großen Lichts, aber jetzt so vereinzelt strahlt mal hier eins da, aber nicht besonders hell. Aber sie strahlen. Man sagt ja, eine einzige kleine Kerze reicht, um einen dunklen Raum zu erleuchten. Und vielleicht ist das ja so bei unseren vielen kleinen Lichtern in den Vorgärten. Sie verteilen nur in ihrer nächsten Umgebung Licht, aber sie machen es ein wenig heller in der Dunkelheit. Warum hängen so viele Leute, ja und auch ich, pünktlich zur Adventszeit Lichterketten in die Welt? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ich weiß es nicht genau. Aber ich vermute, es hat was mit Sehnsucht zu tun. Einer Sehnsucht nach Licht, nach hellen Momenten, wenn schon die Sonne sich nicht viel zeigt im Winter und einem die Probleme über den Kopf wachsen. Dann will ich doch wenigstens ein bisschen Licht haben. Licht für die Seele. Ich glaube, Menschen spüren immer wieder mal diese Sehnsucht nach Licht, nach hellen Momenten in ihrem Leben, wo sie einfach so gut drauf sein können, glücklich mit anderen, feiern, träumen, berühren. Das war schon vor knapp 3000 Jahren der Fall und ist auch heute so. Meine Sehnsucht richtet sich auf den, der im Advent kommen soll, von dem wir Christinnen und Christen glauben, dass er der Wunderrat, ewig Vater und Friedefürst ist. Geboren auf der Durchreise, Kind einfacher Leute, aber mit diesem unmittelbaren Draht zu Gott. Passt mal auf, am Ende ist er es, der diese Welt hell macht. Ob da alle dran glauben, deren Sehnsucht kurz vor Weihnachten am stärksten ist, weiß ich nicht, ist vielleicht auch egal. Sein Licht wirkt auch so auf alle und verändert uns, zumindest ein Stückchen. Daran denke ich, wenn ich gleich bei mir wieder die Lichterkette anmachen werde und mich daran freue, dass dieses Licht leuchtet, gerade in dieser Dunkelheit. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir brauchen dein Licht und deine Liebe. Schenk uns dein Licht und deine Nähe in aller Dunkelheit. Schenk uns dein Licht in aller Traurigkeit und in Krankheit. Schenk uns dein Licht in Einsamkeit, in Ängsten, in Sorgen, in Zweifeln. Schenk uns dein Licht in Unfrieden, Streit und Schuld. Du bist uns ganz nah mit deinem Licht und deinem Zuspruch, gerade da, wo wir schwach sind. So schein mit deinem Licht in das Dunkle unserer Herzen und schenk uns neue Hoffnung. Lass uns dein Licht weitergeben, damit es auch bei anderen heller wird. Amen.
Gott segne uns und behüte uns. Gott segne unsere Dunkelheiten und lasse sie leuchten. Segne unsere Sehnsucht nach Licht und Geborgenheit. Ja, sei um uns mit deinem Segen am Tag und in der Nacht. Bleibe bei uns, Gott Vater, Sohn und Heilige Geistkraft. Amen. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein